Es macht einfach Spaß, mit Papier zu arbeiten. Man kann vieles damit anstellen. Es gibt es in allen möglichen Farben und Formen. Jedes Papier fühlt sich anders an. Und dann hat man im Prinzip auch Gestaltungsmöglichkeiten. Kaya Lütje hat einen geübten Blick. Sie muss genau sein, penibel mit dem Papier umgehen. Die 25-Jährige hat vor kurzem ihre Ausbildung als Buchbinderin an der Universitätsbibliothek in Kiel beendet. Und das so gewissenhaft, dass sie als beste Buchbinde-Junggesellin Deutschlands ausgezeichnet wurde. Ich binde total gerne Bücher, weil ich mit sehr vielen Materialien, sehr vielen Techniken zu tun habe. Jeder Tag ist anders. Und ich habe vorher studiert und bin sehr froh, das nicht mehr zu machen. Ich bin einfach nur super glücklich darüber, jeden Tag etwas Praktisches zu schaffen und in den Händen zu halten am Ende des Tages. 3 Jahre wurde sie an der Christian-Albrechts-Universität zur Besten der Besten ausgebildet. Ihre Mentorin Anja Steinhauer erinnert sich noch genau an die erfolgsverheißene E-Mail. Ich konnte das überhaupt gar nicht einschätzen, wie die Lage ist und wie gut die anderen Landessieger geworden sind. Ich konnte es erst gar nicht glauben und habe mich total gefreut für sie. 7 Stunden hatte Kaya in Berlin Zeit für ihr Gesellenstück. Aus Papier, Band und Pappe sollte eine japanische Broschur entstehen. Ein gebundenes Buch inklusive passend heruntergleitendem Karton. Es gibt schon etwas sehr Meditatives zum Teil, die Aufgaben, die man hat, aber es ist auch einfach die Erhaltung, also für die Nachwelt im Prinzip. Das gibt einem auch was zurück in dem Moment, wo man weiß, dass das für die zumindest nahe Zukunft so weiter verwendet werden kann. Mittlerweile weiß sie alles über Papier, dessen Dicke und Beschaffenheit. Rund 500 Bücher hat sie so bisher gerettet, Rücken gerichtet und geklebt oder alte nach 1850 produzierte Papiere vor dem Zerfall gerettet. In der Industrialisierung hat man angefangen, Holz zu verwenden als Rohstoff für Papier. Und Holz enthält einen Stoff, der heißt Lignin. Und mit der Zeit wird der sauer in Kombination mit Sauerstoff und Sonnenlicht. Und das kann man immer ganz schön sehen, wenn man seine Tageszeitung aus Versehen auf der Fensterbank liegen lässt, ein paar Tage oder eine Woche, wie schön gelb das Ganze wird. Für Kaya soll es jetzt weiter an die Universitätsbibliothek nach Leipzig gehen. Eine der ältesten Bibliotheken Deutschlands mit unzähligen historischen Schätzen, die nur darauf warten, vor Tintenfraß, Wurmbefall und Schimmelpilzen beschützt zu werden.